Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag auf der 98 bei Laufenburg. Laufenburg. Am Montag, den 30. September 2024, gegen 12.30 Uhr ist ein Lieferwagen auf der 98 in Höhe von Laufenburg von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Lieferwagen zunächst mit einer Leitplanke, bevor er neben der Autobahn zum Stillstand kam. Der 53-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Lieferwagen entstand ein Totalschaden. Auch die Leitplanke wurde erheblich beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden laut Polizei mindestens 20.000 Euro. Zunächst war die Autobahn komplett gesperrt, später war die Unfallstelle in eine Fahrtrichtung passierbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.